Was ist passiert? Ich weiß es nicht, es sei denn, die Zeitung von morgen. Hast du sie noch? Ja. Buchhalter stirbt nach Prügelattacke. Der Buchhalter Arthur McFly wurde gestern Abend brutal zusammengeschlagen und verstarb im Anschluss auf den Stufen des Gerichtsgebäudes von Hill Valley. Jemand wird Grandpa töten? Ja, Tennant Schläger, ohne Zweifel. Wahrscheinlich als Rache dafür, dass Arthur deiner Vorladung gefolgt ist. Was machen wir jetzt? Ich bin mir nicht sicher, was wir machen können. Demnach wurde dein Großvater vor 5 Minuten vor der Tür des Gerichts liegen gelassen. Mein Dad scheint gerade zu verschwinden. Das ist die Zeitgerade. Sie verändert sich wegen der tödlichen Wunden deines Großvaters. Das bedeutet, dass dein Vater nie geboren wird und du auch nicht. Es sei denn... Wann hast du deinen Großvater das letzte Mal gesehen? Das war um 4 Uhr auf dem Rathausplatz. Geben wir ihm Zeit, ihn gut abzustellen. Gut. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst begegnen. In deinem Fall sollte das kein Problem sein. Du bist im Gefängnis. Okay, machen wir uns auf den Weg, bevor die Polizei uns findet. Halt! Oh. Steigen Sie mit erhobenen Händen aus. Was war das? Was war was? Mist. Ich habe da hinten etwas gehört. Ich glaube, Sie irrt sich, Officer. Sieh einer an. Es scheint, als hätte ich hier einen Flüchtigen. Carl Sagan, Barbrandstifter. Mutmaßlicher Brandstifter, wenn ich bitten darf. Was ist das für ein komischer Wagen? Zurückbleiben! Es ist ein Prototyp, der noch nicht getestet ist. Er könnte jeden Moment hochgehen. Oder plötzlich ohne Vorwarnung abheben. Ist das so? Da ist es wieder. Sicherlich spielt Ihnen nur die Nachtluft einen Streich, Officer. Ist das ein ausländisches Modell? Aus Deutschland oder so? Keinesfalls! Das ist amerikanische Qualitätsarbeit. Ha. Ich bin mir sicher, dass dort etwas ist. Sieht aus wie dieses Science-Fiction-Zeug. In einem Jahr wird jeder so ein Baby fahren. Rette deinen Großvater. Ich schaffe das, bis du zurückkommst. Alles klar, Doc. Was ist hier los? Uhr 55. Arti muss irgendwo da drin dem Staatsanwalt sein Herz ausschütten. Da ist er ja. Jetzt muss ich nur bei ihm sein, bevor... Mr. Crockett? Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht mit Ihnen noch ein Interview zur Lage des armen Mr. Sagan führen könnte. Meine Quellen besagen, dass Richter Brown ihn morgen freilässt. Ich würde mich nicht darauf verlassen. Wie bitte? Ach, nichts. Können wir vielleicht später darüber reden? Ich muss dringend zum Gerichtsgebäude. Wirklich? Warum? Mein Großvater braucht eine Referenz, damit er einen Angelschein bekommt. Oh, na gut, ich will Sie nicht aufhalten. Und leinen Sie bitte diesen furchtbaren Hund an. Dafür gibt es schließlich die Gesetze. Sicher, kein Problem. Los, Marty von gestern, hör auf zu reden und beweg dich. Einstein?
Einstein, was ist los? Lauf weg! Mist! Einstein! Ist es ein Eichhörnchen? Du willst spielen? Okay, spielen wir. Was hast du vor, Aini? Los, mein Junge. Einstein! Böser Hund. Na, komm schon, Aini. Na gut, versuchen wir es nochmal. Ist es ein Eichhörnchen? Hol es, mein Junge. Wo willst du hin, Kleiner? Du machst mich wahnsinnig, Aini. Dafür habe ich keine Zeit, Aini. Schnapp sie dir, Aini. Sieh! Oh! Weg mit diesem reinigen Vieh! Komm schon, Einstein. Weg von der netten Dame. Meine Schuhe! Einstein, nein! Nein! Gut gemacht, Aini. Jetzt lauf ins Gerichtsgebäude und schnapp dir Artie, bevor Tennants Leute... Hey! Meinen Berechnungen zufolge benötigt der Umlaufmotor für einen richtigen Raketenbohrer 1,21 Kilowatt Leistung. Kannst du das zur Sicherheit noch einmal... Ist alles in Ordnung? Ja. Ja. Aber ich muss zu Arthur. Warum? Es könnte einen Unfall geben. Arthur McFly ist vielleicht nicht der Geschickteste, aber ich bin mir sicher, dass er ein paar Treppenstufen hinaufgehen kann. Komm schon, sollten wir nicht zurück an die Arbeit? Wir haben wenig Zeit, oder? Sicher. Fang ohne mich an. Dreh dich um und geh los. Ich bin in ein paar Minuten bei dir. Hä? Verdammt. Mein Gott, was ist das? Was ist was? Mit wem hast du gesprochen? Na, mit dir. Nein, ich meine eben, als ich auf dich zukam. Na, mit niemandem. Ich habe an Gleichungen für meinen Raketenbohrer gearbeitet. Nein, nachdem... Ach, vergiss es. Machen wir uns auf den Weg. Folge mir. Ich dachte schon, ich gehe nie. Wenigstens ist jetzt der Weg zum Gerichtsgebäude frei. Du musst mitkommen. Ich kann es jetzt nicht erklären. Du bist in großer Gefahr. Was heißt das? Ich bin in Gefahr. Keine Zeit für Erklärung, Großartie. Versprich mir einfach, dass du in der Polizeiwache bleibst, bis... Artie McFly. Genau dich haben wir gesucht. Hey, Leute. Auf! Schnapp ihn! Artie? Ich sollte Ihnen folgen, bevor ich wieder zu verschwinden beginne. Alles ruhig. In Ordnung, McFly. Gehen wir zum Boss.
Hardy, wie geht es meinem Lieblingsbuchhalter? Oh, ging schon besser. Tut mir leid, das zu hören, McFly. Trixie, geh dir die Nase pudern, Püppchen. Jetzt geht's um Geschäftliches. Hey, benehmt euch jetzt, Jungs. Schön, dich zu sehen, Artie. Sie auch, Miss Trotter. Ja, wir sind alle glücklich. Jetzt verschwinde. Seid ihr Kerle wirklich so dämlich? Was habt ihr euch dabei gedacht, das Fischfutter hierher zu bringen? Wir dachten nur... Das war euer erster Fehler. Denkt. Seht mich an. Seht ihr mich je denken, hä? Sagt nichts. Bringt ihn einfach rein. Findet raus, was er dem Anwalt erzählt hat und lasst ihn dann verschwinden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gut. Wenn ihr nun erlaubt, ich muss einen Brandstifter erledigen. Bringt einer von euch Dummköpfen endlich diese Kisten rein? Wir sind dabei, Kid. So weit, so... Ah! Ich gehe besser ganz schnell dort rein. Was willst du? Kid schickt mich. Ich soll mit Artie reden. Glaube ich nicht. Hau ab. So viel zur direkten Herangehensweise. Inhalt. Einflügelige Göttinnen. Ups. Passt gut. Na dann mal los. Hol die Kisten, Q-Ball. Rühr die Suppe um, Q-Ball. Mach die Blutspritzer weg, Q-Ball. Ich bin kein Gangster, ich bin ein verdammter Butler. Und wer von euch Jungs geht jetzt zuerst rein? Oh Mann, ganz schön schwer für ein unbewaffnetes Mädchen. Ups. Au. Bitte, ich versuche hier eine professionelle Vernehmung durchzuführen. Wo soll das hier hin? Schieb's einfach hinter die Bar. Ich schieb dich gleich hinter die Bar. Los, Artie. Verdammt, wie viel Chloroform hast du auf das Tuch getan? Warum? Weil es nicht gerade einfach ist, unser Dornröschen hier aufzuwecken. Zeig mal. Hey, Artie. Wir haben ein paar Fragen zu dir und dem Staatsanwalt. Siehst du, womit ich mich hier abmühe? Macht wohl die Runde. Zane, aufwachen. Tut mir leid, Boss. Das ist die verdammte Erkältung. Dann versuch wenigstens so lange wach zu bleiben, bis du mit dem Plakat fertig bist. Klar, wir wollen einen Club eröffnen. Und mach die Leuchtreklame aus, klar. Aufwachen, Schlafmütze. Zeit fürs Frühstück. Puh, kein Wunder, dass Artie neben der Kappe ist. Glaubst du, wir kriegen den Siebenschläfer dazu im Schlaf? Hey Jungs, ich fühle mich nicht. Zane, wach auf, du fauler Sack. Muss der Schnupfen gewesen sein. Schwachsinn. Er hat sich an den Vorräten bedient. Die Vorräte. Ein Hohlkopf ist K.O., bleiben noch zwei. Sollte Kid nicht schon zurück? Schlaf schön, Hohlkopf.
Er ist ein guter Künstler, aber er verträgt wohl kein Chloroform. Hey! Hey! Was war das? Muss ein Problem bei der Verkabelung des Notschalters sein. Ich hoffe, die Schwestern der Barmherzigkeit mögen das neue Dekor. Oh Gott. Strapazierst meine Geduld. McDermott's kanadischer Whisky. Ich hoffe, die Schwestern der Barmherzigkeit mögen das neue Dekor. Hey! Hey! Hast du was beschädigt? Matches! Oh, was ist passiert? Das Roulette-Rad hat dich umgehauen. Sollte Kid nicht schon... 60 Volumenprozent. Wow. Gute Nacht. Was zur... Da ist wohl eine Sicherung durchgebrannt. Dann geh hoch zur Suppenküche und hol eine neue. Warum ich? Willst du hierbleiben und mit diesem Typen reden? Ach, denn das ist... Ja, ich hol dann mal die Sicherung. Komm schon, Artie. Du verschläfst dein Leben. Im wahrsten Sinne. Damn! Voll in die Fresse. Warte, kenne ich dich? Seit etwa 40 Jahren nicht mehr. Ist da unten jemand? Alles dreht sich. Los, Arti, verschwinden wir von hier, bevor diese Kerle dich noch umbringen. Wart mal, die wollten mich töten? Großartig. Das ist nicht witzig, Jungs. Perfektes Timing. Halt durch, Grandpa. Wir müssen noch jemanden abholen. Kommen Sie mit? Ich dachte, du fragst ihn. Was macht er denn hier? Das ist eine lange Geschichte. Verdammte! Dann brachte ich Artie zum DeLorean und kam zurück, um sie zu holen. Faszinierend! Dann können wir jetzt nach Hause, richtig? Noch nicht! Wir müssen uns noch um dieses Problem kümmern. Nein, lass mich in Ruhe. Er kommt zu sich. Seid bitte also vorsichtig! Hill Valley ist für dich nicht sicher, solange Kid Tennant auf freiem Fuß ist. Keine Sorge, ich gehe weit weg von Hill Valley und werde nie wiederkommen. Nein! Er wird sich mit Grandma einlassen. Wie heißt sie? Sylvia. Kennst du eine Frau namens Sylvia? Nein,
aber sie kennt dich, wird dich kennen. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch kennenlernt. Ah, ich verstehe. Ich soll also bei einer verdeckten Geheimmission helfen? Möglich. Ja. Seid ihr von der Regierung? Aha. Sowas in der Art. Klar, für Onkel Sam mache ich alles. Ich bleibe in der Nähe und warte auf diese Sylvia. Psst, bis dahin halte ich mich bedeckt. Gut so. Wann werde ich dich wieder sehen? Das war wirklich knapp. Wird er das überstehen? Du verschwindest nicht, oder? Außerdem ist Arthur ab dem 25. August völlig außer Gefahr. 25. August? An diesem Tag kommt Tintenen endlich hinter Gitter. Was macht das Bild von deinem Dad? Noch da. Gut, lass uns ihn verschwinden, bevor wir versehentlich Hoover wieder wählen. Sieht alles in Ordnung aus. Sicher? Wir könnten eine Runde über den Rathausplatz drehen und uns überzeugen, dass Hill Valley noch genauso ist wie vorher. Es ist sicher alles okay. Sieh nur, McFly anwesend. Also, wollen Sie für eine Weile reinkommen? Dad soll selbst sehen, dass Sie noch da sind. Würde ich ja, Marty, aber... Sie müssen gehen. Ich verstehe das, Doc. Sie haben ihr eigenes Leben. Sie müssen ihre Kinder großziehen und so. Nein, ich muss zur Bank und den Verkauf stoppen, von dem du mir erzählt hast. Oh. Finde deinen Paps. Ich bin in weniger als einer Stunde zurück. Bis bald, Doc. Hey, jemand zu Hause? Mit meinem Schlüssel stimmt was nicht. Bitte, nicht jetzt. Morgen. Gib mir noch einen Tag. Noch einen Tag? Wovon redest du, Dad? Marty? Nein, das ist unmöglich. Marty wurde doch aus der Stadt gejagt. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Aus der Stadt gejagt? Wovon redest du? Lass mich rein. Das ist ein Trick. Verschwinde. Hau ab! Haben wir nicht schon genug gelitten? Mom! Mom, ich bin's, Marty, Mom, mach auf! Er hört sich so an wie Marty, aber das ist sicher nur ein Trick. Mom! Verschwende! Schäm dich! Wie kann ich euch nur überzeugen? Sag mir etwas, das nur Marty wissen kann. Ach. Als ich 8 Jahre alt war, habe ich den Wohnzimmerteppich in Brand gesteckt. So ist es. Oh mein Gott! Auf was wartest du, George? Lass ihn rein! Blödes Schloss. Marty! Oh mein Gott, Dad! Was ist mit dir passiert? Was glaubst du denn, was passiert ist, Milchgesicht? Biff! Wir hatten dir gesagt, du sollst dich von hier fernhalten, Zwerg. Biff, egal was los ist, wir finden eine vernünftige Lösung. Irgendwie. Wer sind die? Ah, du kennst doch wohl Cliff und Riff. Was meinst du, was wir mit ihm machen sollen, Kleiner? Was wir schon längst hätten machen sollen, Großer. Ich werde das genießen, McFly. Warte, warte. Ich versuche alles zu verstehen. Woher kommen diese anderen Tennens? Aus einer Mama-Tennen und einem Papa-Tennen. Wie bei den Bienchen und den Bärchen, Blödmann. Biff! Dann sind die Tennens jetzt eine Art Mafia zweiter Klasse? Hey, pass auf, wen du zweite Klasse nennst. Tennengang ist die 5 gefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Wir haben überall Beziehungen. Unmöglich. Du glaubst mir nicht?
Hilf! Nein! Hey! Na, sieh mal an! Von meiner Familie für ihre, zum Dank für ihre beständigen Dienste. J.J. Valenti. Das ist Don Valenti, Pate der Sacramento-Bande. Die drittgefährlichste kriminelle Familie in Kalifornien. Sag mal. Warum sucht ihr euch nicht jemand anderes? Tun wir doch! Er ist nicht der Einzige. Das ist irgendwie unser Ding. Eins verstehe ich immer noch nicht. Wie lange macht ihr meinen Vater schon so fertig? Seit der Biff damals bei dem Schulball auf dem Parkplatz einfach umgehauen hat. Klappe, das ist nicht witzig. Wenn sich jemand mit den Tenants anlegt, sorgen Sie dafür, dass er es niemals vergisst. Ich habe eine Frage. Wann wurde ich aus der Stadt verjagt? Vor 2 Jahren. Erinnerst du dich nicht? Wir haben uns doch eigentlich geeinigt, netter zu deinem Alten zu sein, wenn du verschwindest. Aber du bist zurück. Also können wir die Samthandschuhe ausziehen. Hey! Und noch etwas. Und was macht ihr überhaupt hier? Es ist Zeit für diesen Monat. Zeit für Georgie zu bezahlen. Normalerweise streichen wir das Bargeld ein. Aber diesmal kassierst du Prügel. Okay, aber... Und was ist passiert? Als ich ging, waren du und mein Vater... Da hattest du Angst vor meinem Vater. Angst? Kein Tenen hatte jemals Angst vor einem McFly. Eine Frage noch. Verdammt, was hast du mit meinem Dad gemacht? Dein Dad saß schon in diesem Rollstuhl, bevor du geboren wurdest, Milchgesicht. Hoffentlich hat er noch einen für dich übrig. Du wirst ihn nämlich in 3 Sekunden brauchen. Und noch etwas. Warum seid ihr so sauer auf mich? Du erinnerst dich nicht? Du bist wirklich durchgeknallt, McFly. Denk mal nach. Die Sache mit dem Düngerlaster? Mit welchem? Und noch etwas. Können wir nicht endlich das Kriegsbeil begraben? Ich habe eine bessere Idee. Ich bügel dir mit diesem Neuner das Hinterteil. Eins verstehe ich immer noch nicht. Was ist mit meiner Mom? Ich meine, wie ist sie mit meinem Dad zusammengekommen? Keine Ahnung. Sie steht wohl auf Verlierer. Sie hätte jeden von uns haben können. Aber sie wollte ja den alten Gimpy McFly. Ah! Au! Ich frage mich... Lass es! Okay, sag mir eine weiteren Fragen. Ein Kinderspiel. Dieses Flittchen hätte mich nicht abhalten sollen, deinen Großvater kalt zu machen. Hä? Kid? Niemand in Hill Valley legt sich mit den Tenants an. Party, einsteigen! Diese Zeitachse wurde verändert! Kein Scherz! Irgendwas, das wir 1931 getan haben, hat Kid Tennant vor seinem gerechten Urteil bewahrt. Und deswegen wüten die Tenants jetzt schon seit über 50 Jahren in Hill Valley. Meine Güte, sie haben die Spielhalle aufgeräumt. Wir müssen zu dem Tag zurückkehren, an dem Kid Tennant verhaftet werden sollte. Herausfinden, was schiefgelaufen ist und es korrigieren. Sonst könntest du vor immer in einer Stadt festsitzen, die den Tenants gehört. Das ist keine Option, Doc. Vergessen Sie es.